Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, vielleicht zu dem Besuch der polnischen Kolleginnen und Kollegen und Genossinnen und Genossen eine Bemerkung noch. Der Co-Vorsitzende Selahattin Demirtas ist seit über einem Jahr im Gefängnis in der Türkei. Es sind Zehntausende politische Gefangene in der Türkei. Es sind zig Leute entlassen. Und natürlich müssen wir zum Ausdruck bringen, dass wir die Freilassung aller politischen Gefangenen in der Türkei. Ich bin gerne hierher gekommen, aber nicht, dass ihr denkt, ich bin auf der Flucht von Berlin. Würde es sofort als möglich. Können wir ja denken, aber bin ich nicht. Ich muss auch zeitnah wieder zurück zum Parteivorstand. Also ich werde wieder in Berlin sein. Das ist normalerweise nicht meine Art, dass ich komme, rede und wieder gehe. Aber heute geht es gar nicht anders und ihr werdet sicher dafür Verständnis haben. Ich bin deshalb gerne auf diesen Landesparteitag gekommen, weil dieser Parteitag ein wichtiger Abschnitt ist auf dem Weg in den Hessischen Landtag. Und ich bin absolut überzeugt, ihr werdet mit einem wunderbaren Ergebnis, mit einem besseren Ergebnis in diesen Landtag einziehen. Dafür gibt es zumindest zwei gute Gründe. Der erste Grund, ihr habt es verdient. Ich will mich ja hier nicht einschmeicheln, aber der Hessische Landesverband ist ein Vorbild für richtig gute parlamentarische und außerparlamentarische Arbeit. Ihr seid ein geschlossener Landesverband und ihr habt gutes Personal. Also weiter so, das wird belohnt werden von den Wählern und Wählern. Hessen braucht eine starke Linke, die konsequent die Interessen der Beschäftigten, der Erwerbslosen, der Rentner und Rentnerinnen vertritt. Und Hessen ist ein reiches Land. Trotzdem sind 900.000 Menschen von Armut bedroht. Es braucht eine Partei, die klipp und klar sagt, in einem reichen Land darf es keine Kinderarmut und keine Armut geben. Hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in den letzten 25 Jahren halbiert. Es fehlt hinten und vorne an bezahlbarem Wohnraum. Studentinnen müssen sie über 600 Euro für Einzimmerappartements in Wohnsilos bezahlen. Ein unzumutbarer Zustand. Wohnen ist ein Grundrecht und wir brauchen eine Partei in diesem Land, die sagt, mit Wohnen darf grundsätzlich nicht Profit gemacht werden, mit Wohnungen darf grundsätzlich nicht spekuliert werden. Wir brauchen eine Partei, die die prekäre Arbeit bekämpft. Die ist in Hessen seit 2008 um 10% gestiegen. Und wir brauchen eine Partei, die die Kolleginnen und Kollegen bei Amazon bei ihrem Streik für einen Tarifvertrag unterstützt. Wir brauchen eine Partei, die den Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern an der Seite steht, die für mehr Personal kämpfen wollen. Und wir brauchen eine Partei, die im Bundesland und der Hauptstadt der Banken und Investmentgesellschaften deren Treiben gegen das Gemeinwohl den Kampf ansagt, die der Spekulation und dem Finanzkapitalismus energisch entgegentritt. Und es ist geradezu ein Witz, wenn das Bundesland Hessen anbietet, die Paradise Papers federführend mit dem BKA auszuwerten. Gerade die CDU Hessen, die 20.000 D-Mark damals noch in Liechtenstein versteckt hat, die kritische Steuerfahnder amtsenthoben hat, wenn diese hessische CDU mit ihrem erprobten Know-how für Steueroasen und Schwarzgeldkonten nun die Flucht in Steueroasen aufklären soll, dann kannst du sicher sein, da sind echte Profis am Werk, da kannst du auch gleich den Bock zum Gärtner machen.
diese CDU-geführte Regierung mit ihrem Juniorpartner von den Grünen, die zu jeder opportunistischen Anpassung in der Lage sind und deren Anpassungsfähigkeit keine Grenzen kennt, die muss bei der nächsten Landtagswahl abgewählt werden und wir müssen für eine echte Politik kämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, die Bundestagswahl war für die Linke ein eindeutiger Erfolg. Wir konnten 500.000 Stimmen dazu gewinnen. Es gibt kein Bundesland im Westen, das nicht über 6% gekommen ist, selbst die Überraschungsländer Bayern und Baden-Württemberg. Hessen sowieso. Wir haben ein super Ergebnis in vielen Großstädten und bei jungen Leuten. 14% der Gewerkschafterinnen haben uns gewählt. Das ist auch ein Erfolg unserer Kampagne im Gesundheitswesen und die Unterstützung vieler Streiks im Einzelhandel. Und was mich am meisten freut, wir haben den größten Mitgliederzuwachs in unserer Parteiengeschichte. Über 7.000 Leute sind allein in diesem Jahr eingetreten. Davon im Übrigen 1.500 nach der Bundestagswahl und 2/3 dieser Neueintritte sind unter 35 Jahre. Wir haben also eine Zukunft und wir müssen jetzt nicht so tun, wie wenn wir eine große Krise hätten. Das Gesamtergebnis der Bundestagswahl drückt trotzdem auf die Stimmung, völlig klar. Es gibt einen eindeutigen Rechtsrutsch. Der Einzug einer rechtsextremen Partei ist eine Zäsur in diesem Bundesland, in diesem Bundestag und wird Folgen für die politische Kultur im Land haben. Gerade das sollte im Übrigen Grund genug sein, dass wir unsere innerparteilichen Zwistigkeiten beenden und uns tatsächlich den politischen Herausforderungen in dieser Zeit stellen. Dabei gibt es natürlich einige Fragen auch zu klären und offen zu diskutieren. Und ich will mich auch zu diesen Fragen hier auf diesem Landesparteitag klar positionieren. Die erste Frage ist, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um und mit der Flüchtlingsfrage? Ich bin der Meinung, dass wir mit unserem Wahlprogramm gut aufgestellt sind und dass es nicht nötig ist, dort inhaltliche Korrekturen zu vollziehen. Dreiklang an inhaltlichen Positionen. Das erste ist, wir sagen, Menschen in Not muss geholfen werden. Daran darf es keine Abstriche geben. Zweitens, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Und dabei gibt es immer Menschen, die einwenden, aber das ist doch langfristig. Lassen wir uns nicht auf diese Schlammspur führen. Wir können sofort die Waffenexporte in Krisengebiete stoppen. Wir können sofort. Wir können sofort die Entwicklungshilfe aufstocken. Wir können sofort gerechte Handelsbeziehungen anfangen. Wir brauchen nicht Millionen von Tonnen EU-subventionierter Nahrungsmittel nach Afrika exportieren, damit die Menschen in der soziale Offensive. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen Arbeit, auch für die Langzeitarbeitslosen im Land. Wir brauchen viele Dinge, die sozial korrigiert werden müssen. Die brauchen wir aber nicht erst seit Flüchtlinge ins Land kommen, sondern die brauchen wir für alle Menschen in diesem Land, für die Flüchtlinge und für diejenigen, die unter dieser sind. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen eine Partei, die den immer restriktiveren Kurs in der Asylpolitik nicht mitmacht, sondern klipp und klar sagt, die Ursachen für die sozialen Probleme in diesem Land sind nicht die Flüchtlinge, sondern eine von vorne und hinten verfehlte Politik.
zur Langzeitarbeitslosigkeit, soziale Spaltung und Prekarisierung verantworten. Wir brauchen eine Partei, die sich dem Humanismus verpflichtet fühlt und der Gleichheit aller Menschen und dem Recht aller Menschen auf ein Leben in sozialer Sicherheit und Freiheit. Und deshalb darf es Abschiebungen zum Beispiel nach Afghanistan nicht geben und auch nicht in anderen. Partei in diesem Land, die deutlich macht, dass die Grenze nicht zwischen drinnen und draußen, sondern zwischen oben und unten verläuft. Es ist im Übrigen keine neue Erscheinung, dass sich linke Parteien mit der Frage der Einwanderung befassen müssen. Und in dankenswerter Klarheit haben Vorgänger von uns da schon Positionen bezogen. Ich zitiere mal eine aus dem Sozialistenkongress von 1907 aus meiner Heimatstadt in Stuttgart, in der Stadt. Der ist an Aktualität kaum zu überbieten, verzeiht ein bisschen die Sprache da drin, da hat man noch von Rassen gesprochen, von Naturalisierung, heute wird man Integration sagen. Aber ich lese es euch mal vor, weil das erhellend ist. Der Kongress erklärt, die Ein- und Auswanderung der Arbeiter sind vom Wesen des Kapitalismus ebenso unzertrennliche Erscheinungen wie die Arbeitslosigkeit, Überproduktion und Unterkonsum der Arbeiter. Sie sind oft ein Mittel, den Anteil der Arbeiter an der Arbeitsproduktion herabzusetzen und nehmen zeitweise durch politische und religiöse und nationale Verfolgungen enorme Dimensionen an. Der Kongress mag ein Mittel zur Abhilfe der von der Aus- und Einwanderung für die Arbeiterschaft etwa drohenden Folgen nicht in irgendwelchen ökonomischen und politischen Ausnahmeregeln zu sehen, da diese fruchtlos und ihrem Wesen nach reaktionär sind. Als insbesondere nicht in einer Beschränkung der Freizügigkeit und in einem Ausschluss fremder Nationalitäten oder Rassen. Dagegen erklärt es der Kongress für eine Pflicht der organisierten Arbeiterschaft, sich gegen die im Gefolge des Massenimportes unorganisierten Arbeiter vielfach eintretenden Herabdrückung ihrer Lebenshaltung zu wehren und erklärt es außerdem für ihre Pflicht, die In- und Ausfuhr von Streikbrechern zu verhindern. Der Kongress erkennt die Schwierigkeiten, welche in vielen Fällen dem Proletariat eines auf hoher Entwicklungsstufe des Kapitalismus stehenden Landes aus der massenhaften Einwanderung unorganisierter und an niederer Lebenshaltung gewöhnter Arbeiter aus Ländern mit vorwiegend agrarischer und landwirtschaftlicher Kultur erwachsen, sowie die Gefahr, welche ihm aus einer bestimmten Form der Einwanderung entstehen. Er sieht jedoch in der übrigens auch vom Standpunkt der proletarischen Solidarität verwerflichen Ausschließung bestimmter Nationen oder Rassen von der Einwanderung kein geeignetes Mittel, sie zu bekämpfen. Er empfiehlt daher folgende Maßnahmen, dann kommen viele soziale Forderungen, die auch in unserem Programm stehen können. Ich lese nur noch zwei vor. Abschaffung aller Beschränkungen, welche bestimmte Nationalitäten oder Rassen von Aufenthalt in einem Lande und den sozialen, politischen und ökonomischen Rechten der Einheimischen ausschließen oder sie ihnen erschweren. Weitestgehende Erleichterung der Naturalisation, also Integration und an die Gewerkschaften gewandt, uneingeschränkter Zutritt der eingewanderten Arbeiter in die Gewerkschaften aller Länder. Ich glaube, diese Position hat heute noch für uns Gültigkeit. Zweitens schließt sich natürlich die Frage an, mit der sich die Partei beschäftigen muss, wie gehen wir mit den Rechten um? Ganz klar müssen wir darüber diskutieren und das ist eine wichtige Aufgabe in der Politik. Ich habe einen Tag nach der Wahl gesagt, die AfD und die Rechten werden in uns den härtesten Gegner bekommen, den sie haben.
überall Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Chauvinismus bekämpfen, an den Stammtischen, in den Betrieben, in den Gewerkschaften, in den Stadtteilen. Wir werden nicht zulassen, dass die Rechten sich ihre öffentlichen Räume nach und nach erobern. Nein, wir müssen dem entgegentreten. Wer soll denen denn entgegentreten, wenn nicht wir? Das ist eine wichtige politische Aufgabe. Und dazu gehört natürlich auch breite Aufklärung über den Charakter der Rechten und der AfD. Ich sage drei Sätze dazu. Die AfD kennzeichnet sich durch zwei Dinge aus. Sie behauptet, dass Deutschland durch die Europäische Union und ihre Institutionen fremdbestimmt ist. Es ist natürlich ein Witz, wenn man weiß, wer in der EU das Sagen hat. Das hat Deutschland das Sagen und die deutsche Regierung, und die drückt über die EU den anderen Ländern. Charakter der AfD ist, dass sie das Schreckgespenst einer vermeintlichen Islamisierung des Abendlandes an die Wand malt. Das Volk wird dabei als homogene Gemeinschaft guter, anständiger, patriotischer, hart arbeitender, gesetzestreuer Deutscher dargestellt. Im Gegensatz zur korrupten, parasitären, das Volk bewusst verratenden Elite, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Im Übrigen nichts Neues rechter Politik. Diese Fiktion vom Volk wird zum zentralen Bezugspunkt, auf den sich die AfD bezieht. Seine wahren Interessen zu artikulieren, Stimme dieses Volkes zu sein, sieht die Partei als ihre eigentliche Aufgabe. Vor Überfremdung und Kolonialisierung durch korrupte Eliten soll das Volk gerettet werden. Sie reden nicht quasi von unterschiedlichen Interessen der Bevölkerung oder von den wahren Verursachern der Probleme, sondern definieren quasi einen völkischen Begriff. Und dabei müssen wir wissen, dass die Rechten sich schon immer dadurch ausgezeichnet haben, im Übrigen auch der Faschismus, dass sie Wut und Unmut der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht haben, oft auch auf den Punkt gebracht haben, aber keine Lösungen für deren Probleme haben. Man muss sich bewusst sein, die AfD steht für eine autoritäre Lösung des Kapitalismus bereit und nicht für die Interessen von Beschäftigten, Erwerbslosen oder Rentner und Rentnerinnen. Das müssen wir immer wieder deutlich machen. Aber das reicht nicht aus. Man muss natürlich immer die Frage stellen, warum sind sie jetzt so stark? Warum sind sie jetzt hochgekommen? Und es gibt natürlich einen sozialen Nährboden für rechte Politik. Die neoliberale Programmatik der letzten 25 Jahre hat natürlich Angst und Unsicherheit vor sozialem Abstieg verstärkt, hat die soziale Spaltung verfestigt. Und das bildet natürlich den Nährboden. Dafür gibt aber die AfD überhaupt keine Lösungen zur Verfügung. Sondern Tatsache ist, sie ist selber eine neoliberale Partei. 67% des Programms der AfD stimmt mit dem Programm der FDP überein. Also geradezu der unsozialsten Partei in diesem Land. Und deswegen müssen wir deutlich machen, die Programmatik der AfD, auch nur annähernd umgesetzt, würde für erwerbslose, beschäftigte Gewerkschafter oder Rentner und Rentnerinnen ihre soziale Lage nicht verbessern, sondern sogar dramatisch verschlechtern. Und deswegen brauchen wir eine andere Politik, die tatsächlich diese Lage verbessert. Und drittens gibt es natürlich auch eine lebensweltliche, kulturelle Seite. In Baden-Württemberg haben wir mal untersucht, wo die AfD besonders stark ist. Sie ist besonders stark in den Gebieten, wo auch schon die NSDAP besonders stark war in den 20er Jahren, wo dann in den 60er Jahren die NPD besonders stark war und in den 80er Jahren die Republikaner. Und heute sie. Deswegen gibt es natürlich auch eine gradierte, lebensweltliche, autoritäre Orientierung. Und auch deswegen dürfen wir die alltagsfragen, die lebensweltlichen Fragen, die kulturellen Fragen,
nicht den Rechten überlassen, sondern das ist eine dezidiert linke Aufgabe, zu den Leuten zu gehen, mit ihnen zu reden und ihre konkreten Interessen im Stadtteil und Betrieb überall konsequent wahrnehmen. Das ist ein wirkliches Bollwerk gegen rechte Politik. Und dieser Aufgabe muss sich die Linke stellen. Dritte Frage, die es im Zusammenhang der ganzen Diskussion um die Partei gibt, ist, wären wir eine Milieupartei der urbanen Mittelschichten und vernachlässigen wir erwerbslose, prekär Beschäftigte oder Arbeiter? Ich halte diese Position im Übrigen für falsch. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir so einen Zuwachs von jungen Leuten bekommen, auch von vielen Leuten mit akademischem Hintergrund in den Großstädten, in den Universitäten und vielen anderen. Wir sind glücklich darüber, dass die links werden und dass ihre Reaktion auf die Rechtsentwicklung ist, dass sie bei der Linken eintreten und was wir mit dieser Rechtsentwicklung machen. Es wäre im Übrigen ein großer Fehler zu sagen, die sind alle hier Abkömmlinge der gehobenen Mittelschicht oder werden mal in die Mittelschicht gehen. Sondern wir haben natürlich auch soziale Interessen und soziale Fragen, wenn 50% eines Jahrgangs heute Abitur machen. Dann sind die in aller Regel Teile der Lohnabhängigen in der Zukunft. Sie sind oft sogar prekär beschäftigt. Sie verdienen häufig weniger wie ihre Eltern. Und deswegen müssen wir deutlich machen, diese Leute sind Bestandteil der Lohnabhängigen. Wir haben gemeinsame Interessen, wir kämpfen mit ihnen zusammen, auch für soziale Verbesserungen in ihrem Interesse. Zweitens, wir dürfen natürlich niemals die Prekären, die Erwerbslosen oder die Menschen in sozialen Brennpunkten aufgeben. Wenn die Linke deren Interessen nicht mehr vertritt und diese Leute nicht mehr anspricht, verdienen wir nicht mehr den Namen einer linken Partei. Weitere Frage, wie ist es mit den Arbeitern? Ich gehöre zu denen, also wenn jetzt jemand sagt, wir wollen da die Hipster-Generation ansprechen, bin ich natürlich prädestiniert dafür als Arbeiterkind und Gewerkschafter. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen erkennen, dass sich die Arbeiterklasse oder die Lohnabhängigen heute etwas anders zusammensetzen als vor 20 oder 25 Jahren. Wir haben noch 20% der Beschäftigten in der Industrie. Davon steht aber nicht mal mehr die Hälfte an der Werkbank. Wenn du Betriebe wie Bosch oder Siemens anguckst oder andere, sind 50% Techniker, Ingenieure, Angestellte. Wir haben 80% im Dienstleistungsbereich. Da entsteht im Übrigen gerade ein neues Dienstleistungsproletariat, die schlecht verdienen unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten. Wir haben im Gesundheitswesen 6 Millionen Beschäftigte. Das ist die größte Beschäftigtengruppe. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir dort Fuß gefasst haben mit unserer Kampagne. Die muss im Übrigen in diesem Bereich auch weitergehen. Wir müssen eine politische Interessensvertretung dieser Menschen werden. Ja, wir müssen sagen, die Linke vertritt unsere Interessen auf gute Arbeit und gute Bezahlung am besten. Und da haben wir erste Erfolge errungen. Und ich bin jetzt jemand, der wirklich für eine Klassenorientierung dieser Partei ist. Aber für eine Klasse, Pflegekräfte gehören, zu der die Erzieherinnen gehören, zu der die Verkäuferinnen gehören, zu der die Solo-Selbstständigen gehören. Und die wichtigste Aufgabe, die wir noch haben, ist, dass wir die gemeinsamen Interessen dieser verschiedenen Beschäftigtengruppen politisch auf den Punkt bringen. Es ist doch geradezu der Zug, die Formation dieses finanzgetriebenen Kapitalismus, dass er die verschiedenen Gruppen der Lohnabhängigen spaltet. In Prekäre, in Befristete, in Solo-Selbstständige, in Kernbelegschaften, dass im Übrigen der Versuch gemacht wird, dass die sich nicht solidarisieren, sondern voneinander abgrenzen. Ich habe schon öfters mal die Geschichte erzählt, dass der Soziologe Dörre in einem Automobilwerk in Baden-Württemberg, ihr könnt raten welches, die Frage gestellt hat, hochorganisierter IG Metallbetrieb.
Eine Gesellschaft, die alle mitnimmt, ist nicht überlebensfähig. Und 51% dieser Belegschaft haben diese Frage bejaht. Das ist natürlich der Mechanismus des Neoliberalismus. Man kämpft in der Konkurrenz und die, die unten sind, die kann man nicht mitnehmen, weil man sonst in dieser Konkurrenz nicht bestehen kann. Und das ist durchaus der gleiche Mechanismus. Man grenzt sich von denen nach unten ab, wie bei den Flüchtlingen, da grenzt man sich nach außen ab. Und was die Linke doch leisten muss in der modernen Klassenpolitik, dass sie deutlich macht, der Leiharbeiter, die befristet Beschäftigte, der Soloselbstständige und der Kernarbeiter haben gleiche Interessen und sie müssen sich gegen die Übergriffe des Kapitals gemeinsam zur Wehr setzen. Diese Interessen gemeinsam zu formulieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben linker Politik. Alles andere für den rechten praktischen Leuten. Wir werden viele Leute nicht über Fernsehen, nicht über unsere Flugblätter, nicht über unsere Veranstaltungen kriegen, sondern wir müssen eben hingehen in die soziale Brennpunkte. Wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen dort vertreten sein und zwar nicht nur bei den Wahlen, wir müssen vor die Haustüren gehen, weil dort entsteht doch das Gefühl, auf uns hört keiner und über uns redet auch keiner und ihr jetzt auch nicht mehr. Also das müssen wir machen. Ich glaube, das ist die richtige Reaktion. Und deswegen haben wir auch viele Projekte für die Parteiarbeit der nächsten Monate und Jahre aufgesetzt, die genau diese Aufgabe erfüllen. Und da kommt natürlich die vierte Frage, die nicht unwichtig ist für uns. Welche Partei wollen wir sein? Und wie soll der weitere Parteiaufbau angegangen werden? Und ich sage mal, meine Position, die auch die Position von Katja ist. Wir sind aus gutem Grund nicht nur eine parlamentarisch vertretene Partei, sondern immer auch eine außerparlamentarische Partei. Das hat viel mit dem Verständnis von Gesellschaft zu tun. Die politischen und die sozialen und ökonomischen Verhältnisse ändern sich eben nicht nur im Überbau im Parlament, sondern sind stark davon abhängig, von den Kräftenverhältnissen zwischen Kapital und Arbeit, dem Stand der Gewerkschaften, der Politik der Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft, vieler anderen Akteure. Und natürlich kannst du diese Gesellschaft nur verändern, wenn dort praktisch konsequente Interessenspolitik gemacht wird, wenn wir verankert sind in den Gewerkschaften, wenn wir in der Gesellschaft verankert sind, wenn es breite Bündnisse gibt. Und es erfordert natürlich eine Partei von selbstständig denkenden und arbeitenden Mitgliedern, die sich verankern in der Gesellschaft und die selbstständig Politik machen und dadurch dafür sorgen, dass die politischen Verhältnisse nach links gerückt werden. Und wir brauchen deswegen eine Mitgliederpartei. Und können Gott froh sein, dass wir so viele neue Mitglieder bekommen und die müssen wir auch aktivieren. Und das muss eine demokratische Struktur sein. Ich will keinen Wahlverein, ich will keinen Zujubelverein, sondern ich will eine emanzipierte, demokratische Partei, die engagierte Mitglieder hat, die wissen, wofür sie kämpfen, wofür sie streiten und die in der Gesellschaft, in den Betrieben, in den Stadtteilen Vertrauen gewinnen. Lasst uns in diesem Sinne den Parteiaufbau vorantreiben. Zur Frage, was sagen wir, gehen wir mit Jamaika um? Wir erleben ja derzeit ein seltsames und skurriles Schauspiel, das sich Sondierung nennt. Dabei zeigen sich viele Akteure öfters auf dem Balkon, als die gesammelte Royal Family im Buckingham-Palast der letzten Jahre. Dieses Schauspiel, bei dem die Vertreterinnen von CDU, CSU, FDP und Grüne nach außen die großen Kämpfer markieren, während sie in Wirklichkeit ziemlich geil aufs Regieren sind und auf die anfallenden Ministerämter selbstverständlich auch. Bei den Grünen ist dieser Drang so ausgeprägt, dass sie schon vorher öffentlich selbst ihre Markenkerne Klima und Umwelt zur Verhandlungsmasse erklärt haben. Die Punkte Vermögensteuer,
Der Opportunismus kennt hier keine Grenzen. Deswegen sage ich es auch hier nochmal deutlich. Wir dürfen den Grünen nicht das Feld des Klimaschutzes und des sozialökologischen Umbaus überlassen. Sie sind dafür nicht geeignet. Der sozialökologische Umbau und der Kampf gegen die Klimaerwärmung sind ein durch und durch linkes Projekt. Zurück zu Jamaika. Wenn auch viele Punkte ungeklärt sind, so ist doch eines völlig geklärt. Die sozialen Fragen und die Frage der sozialen Gerechtigkeit wird keine Rolle spielen. Es wird sogar das Gegenteil der Fall sein. Die CDU wird von rechts unter Druck gesetzt, mit marktliberalen Positionen. Sieht man jetzt schon beim Solidaritätszuschlag, bei der Rente, bei vielen anderen Fragen. Die Grünen haben gar kein Interesse, die sozialen Fragen zu den Grundfragen zu erklären, sondern sie sind völlig zufrieden, wenn sie ein bisschen was zu Klimaschutz kriegen. Es wird natürlich eher was grün angestrichenes sein, als was wirklich grünes sein. Aber sie werden die sozialen Fragen nicht behandeln. Die Verkäuferin oder die Erzieherin wird eben in Frankfurt oder Kassel auch die nächsten 4 Jahre keine bezahlbaren Wohnungen finden. Jetzt bekommt gerade noch die Hälfte der Beschäftigten Weihnachts- und Urlaubsgeld. Es wird auch die nächsten 4 Jahre nicht mehr werden, weil die Tarifflucht noch zunehmen wird. Die Gewerkschaften, im Übrigen muss ich als Gewerkschafter doch noch ein bisschen was sagen dazu, haben, anstatt für einen Politikwechsel zu mobilisieren, eigentlich sich vollkommen damit zufrieden gegeben, dass es wieder eine große Koalition wird. Und das lehrt einen irgendwo die Geschichte. Wer für das kleinere Übel kämpft, der darf sich nicht wundern, wenn er hinterher das größere Übel bekommt. Und deswegen hoffe ich doch, dass meine Gewerkschaftskollegen und Kolleginnen jetzt ein bisschen was daraus lernen und das in den nächsten 4 Jahren anders machen. Ich will noch 3 Felder sagen, auf denen wir uns politisch klar positionieren müssen, oder 4. Das erste Feld ist, wir müssen den Kampf gegen prekäre Arbeit und für ein neues Normalarbeitsverhältnis in den Mittelpunkt stellen. Statt Leiharbeit, dieser modernen Form der Sklaverei, statt Befristungen, statt Werkverträgen, statt tariflosen Arbeitsverträgen, statt Solo-Selbstständigkeit, wollen wir eben tariflich und sozial regulierte Arbeit, von der du leben kannst und von der du eine anständige Rente ansparen kannst. Wir müssen klar definieren, was hier normal ist. Das zweite ist, wir müssen den Kampf ums Öffentliche führen. Das ist doch schon jetzt klar. Wenn die schwarze Null bleibt, wenn die Schuldenbremse bleibt, wird es keine Investitionen geben, die auch nur den Namen verdienen in Bildung, Erziehung und Gesundheit oder in öffentliche Infrastruktur. Es werden eben weiterhin 100.000 Pflegekräfte fehlen. Es werden weiterhin 70.000 Erzieherinnen fehlen. Und sie werden weiterhin so schlecht bezahlt sein. Und wir müssen immer in den Vordergrund stellen, nein, für die Lebensqualität der Menschen ist eine gute öffentliche Infrastruktur, eine gute öffentliche Daseinsvorsorge entscheidend. Und das linke Modell ist Zugang von allen Menschen, und zwar gleicher Zugang, egal ob du Hartz-IV-Bezieherin bist oder Professorin, zu einer gut ausgebauten öffentlichen Daseinsvorsorge, zu Bildung, Erziehung, Gesundheit, Kultur und vielem anderen mehr, und zwar grundsätzlich gebührenfrei. Und das müssen wir uns in einem solchen Land auch leisten können. Wir müssen kämpfen, da bin ich auch dafür, wenn wir die Gesundheitskampagne weitermachen, dass es eine vollkommene Schweinerei ist, dass die Arbeit in sozialen Berufen, die Arbeit mit Menschen so schlecht in dieser Gesellschaft bezahlt wird. Und deswegen müssen wir für bessere Bezahlung von sozialen Berufen, was ja in der Regel Frauenbranchen sind, müssen wir ganz entschlossen kämpfen und dort deutlich machen, soziale Arbeit darf in diesem Land nicht so verkümmern.
Wirtschaftswillen muss um eine gerechte Verteilung des Reichtums kämpfen. Wir müssen immer wieder deutlich machen, nirgendwo werden Reiche und Vermögende so gepudert wie bei uns. Dass jetzt hier Milliarden und Abermilliarden an der Steuer vorbeigeschleust werden können in Steueroasen, wissen wir doch schon lange. Es fehlt aber der politische Wille, Reichtum und Vermögen gerecht in dieser Gesellschaft zu verteilen. Das ist eine explizit linke Aufgabe. Und uns traut man das auch am ehesten zu. Wir haben den Mut, den Reichen in die Tasche zu greifen, Vermögen umzuverteilen, und zwar damit die Altenpflegerin und die Erzieherin und die Krankenpflegerin besser bezahlt werden können. Es wird doch völlig klar sein, diese Jamaika-Koalition wird aufrüsten. Sie werden aufrüsten. Jetzt die FDP versucht einen besonderen Trick, dass sie sagt, Entwicklungshilfe und Rüstung muss zusammen 3% geben. Da verstecken sie dann quasi die 2% NATO-Ziel. Was ja nichts anderes heißt, als dass wir den Rüstungshaushalt verdoppeln würden. Nein, wir müssen deutlich machen, 30 Milliarden mehr. Für 120 Milliarden mehr bis 2020. Dafür kannst du viele Erzieherinnen einstellen, dafür kannst du viele Schulen renovieren, dafür kannst du viele Altenpflegerinnen besser bezahlen, und da wäre das Geld 1000-mal besser aufgehoben, als in Panzer und Tornados zu investieren. Zum Schluss will ich noch Jeremy Corbyn zitieren. Er hat Folgendes gesagt: Aber solange wir keine klare und radikale Alternative offerieren können, mit glaubwürdigen Lösungen für die Probleme, mit denen die Menschen konfrontiert sind, solange wir keine Chance eröffnen, das zerbrochene System zu ändern, und solange wir keine Hoffnung auf eine gerechte und bessere Zukunft entfachen können, so lange werden wir den Weg für die extreme Rechte gehen, um noch weiter in die Mitte unserer Gesellschaft einzudringen. Ihre Botschaft der Angst und der Spaltung würde dann zum Mainstream des politischen Diskurses werden. Doch wir verfügen über die Fähigkeit, eine radikale Alternative umzusetzen. Wir haben die Ideen, mit denen wir die progressive Politik zur dominierenden Politik dieses Jahrhunderts machen können. Aber wenn wir unsere Botschaft nicht richtig handhaben, wenn wir uns nicht für unsere Kernüberzeugungen einsetzen und wenn wir nicht für den Wandel eintreten, dann werden wir ins Strudeln geraten und nicht weiter vorankommen. Also lasst uns rausgehen in diese Gesellschaft und lasst uns für unsere linken Kernüberzeugungen kämpfen und die notwendigen Mehrheiten zu organisieren. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.